Ich muss alles anders machen. Ein gutes, ein befreiendes, ein inspirierendes Gefühl. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Die oberste Stufe der Freitreppe gehört nur mir allein. Die kraftvollen Entscheidungen werden honoriert. Das neue Leben beginnt mit einer Prüfung. Das schafft Selbstbewusstsein. Oh, welch ein Vergnügen! Hey! Das nimmt ja kein Ende. Ist das wirklich alles verdorben? Ist das wirklich meine Aufgabe, alles zu verschmähen? Ist das eine heilige Prüfung? Oder ist das eine heilige Verarschung? Das ist wirklich eine perfide Zwickmühle. Ein Akt der Befreiung könnte das sein. Aber gäbe ich nicht alles aus der Hand, was mein Selbstbewusstsein ausmacht? Steht der Freund mit vor der Brust gekreuzten Armen nicht gerade darum da unten, weil er mich scheitern sehen will? Und was, wenn alles darauf ankäme, dass ich durchhalte? Was dann? Was dann? Dann wäre alles umsonst. Und ich müsste den Kampf um das Heil von vorn anfangen.